Wer von euch würde jetzt spontan sagen, jawohl, Jugendhack, richtig coole Sache, will ich noch mehr von? Wer würde das sagen? Ja, sieht schon gut aus. Hier rein? Perfekt, jetzt hört man mich noch besser. Also wir sehen Jugendhack richtig gut. Und wer von euch würde jetzt noch sagen, also Jugendhack, das ist eine coole Sache, das ist jetzt ein paar Mal im Jahr, aber auf Dauer hätte ich schon Bock, das öfter zu machen. Wer würde sagen, Hackathons, geile Sache, will ich öfter? Geht doch. Richtig cool. Und genau das ist unsere Idee. Uns ist nämlich aufgefallen, wir sind auf Jugendhackt, wir sind auf anderen Veranstaltungen, aber so peu à peu erfährt man über Bekannte, über 10 Ecken, wow, da gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Irgendwie das ganze Jahr immer gibt es irgendwo eine Veranstaltung und man weiß davon nichts. Man erfährt es, aber man muss wirklich gucken und richtig aufpassen und nachfragen. Dabei ist es doch viel schöner, wenn wir alle wüssten über eine Plattform, wo gibt es was in meiner Nähe, für mein Erfahrungslevel oder für mein Alter. Genau, und unsere Idee war es, genau so eine Plattform zu bauen, eine Plattform, wo man vergleichen kann, für welches Level ist es geeignet, vielleicht ist es für Einsteiger geeignet oder ist es vielleicht eher was für Fortgeschrittene, wo ich wirklich was mit meinen Fähigkeiten schon anfangen kann oder es gibt immer Aspekte wie der Ort. Manche Leute wollen vielleicht lieber durch Deutschland reisen, wollen was sehen von der Welt und manche Leute wollen lieber vielleicht im Ort bleiben, wo sie eigentlich wohnen, da müssen sie sich nicht großartig Gedanken machen, wie komme ich dahin, was kostet das? Kosten sind natürlich eine andere Sache. Wer zahlt das? Manche Veranstaltungen werden komplett gesponsert. Manche Veranstaltungen musst du halt eigentlich selber alles zahlen, zusätzlich noch Registrierungsgebühren. Und das ist halt schwierig. Sowas findet man nicht raus. Und unsere Idee ist, auf unserer Plattform kriegt man genau das übersichtlich einmal dargestellt. Und dann kann man sich für die Veranstaltung entscheiden, die am besten zu einem passt. Genau. Und wie man vielleicht gehört hat, sind wir selber Betroffene. Also wir wollten selber auf Events fahren und von daher sind wir eigentlich auch nur Alpakas. Und genau, das fing irgendwie auch so an. Genauso wie das alles über Mundpropaganda lief, ist auch unser Team irgendwie so semi-professionell zusammengestellt worden, bis auf Finn. Finn hat sich bei uns beworben mit Lebenslauf und wir standen da, ja, gut, ist jetzt sehr professionell. Neben uns gehörten noch zum festen Team zwei Leute aus München, also Finn kommt aus Sylt, wir kommen aus Saarbrücken, das ist auch ein Bayer. Also das ist wild durchmischt. Genau. Und von daher sind wir relativ offen, was das angeht, weil es nicht so ist, dass wir jetzt fest an einen Ort gebunden sind. Wir arbeiten sowieso mehr oder weniger remote, halt auf den Events, wie jetzt hier sehen wir uns mal. Aber sonst ist es alles relativ offen und locker. Genau, und die Offenheit wollen wir dann auch leben. Die leben wir besonders in unserer Arbeitskultur und deswegen sind wir auch immer offen gegenüber Ideen und Anregungen von euch, von anderen Alpakas, die eben dieselben Probleme und Ideen haben wie wir und unseren Ideenschatz erweitern können und natürlich auch mit den entsprechenden Hard Skills. Also wir sind hier natürlich auf einer Veranstaltung. Hier geht es um Programmieren hauptsächlich und deswegen, wir suchen immer Programmierer. Unsere Applikation ist hauptsächlich in Node und Vue umgesetzt, also Node mit Express Framework und da suchen wir immer fleißige Unterstützer. Aber natürlich neben dem Programmieren auch noch die ganzen Ideen und Anregungen. Generell, also ihr könnt uns auf all den Social Media Kanälen folgen. Und wir brauchen euch erst so, auch wenn ihr keine Lust habt zu programmieren, ihr seid die Leute, die wir ansprechen wollen. Von daher ist uns wichtig, was ihr über die Idee denkt, über das Produkt denkt, über den Zeitpunkt, wo wir momentan sind. Das heißt, ihr könnt gerne vorbeikommen. Wir sitzen unten in Bühne 2, manchmal haben wir Kopfhörer auf, dann einfach antippen. Sonst einfach mal ansprechen, fragen, wenn ihr Interesse habt. Genau, ihr könnt uns auch auf Slack schreiben. Das ist eine mehr oder weniger offene Sache und es würde uns echt helfen, wenn ihr zu uns kommt und uns einfach mal sagt, was ihr denkt. Und ich meine, das können wir im Grunde auch jetzt machen. Nur ich glaube, dafür brauchen wir kein Mikro, sonst ist es ein bisschen komisch bei so vielen Leuten. Ja. Genau, hat irgendjemand von euch, also Lob nehmen wir immer extrem gerne an, aber auch konstruktive Kritik muss man halt auch aushalten. Genau, hat irgendjemand von euch spontan irgendwelche... Perfekt. Möchtest du ein Mikro haben? Wir sind ziemlich wenige Leute. Hi, ich bin Annika. Und ich habe folgendes Problem, damit ein Feedback zu geben, weil ich euer Produkt noch gar nicht kenne.
Also, wollt ihr noch ein bisschen was dazu sagen? Das wäre hervorragend. Also ja, man kennt es vielleicht, also auf so Hackathons ist eigentlich nie was wirklich fertig. Das heißt, momentan existiert ein Produkt, aber eigentlich nur ein Prototyp. Das heißt, wir sind momentan wirklich dran arbeiten. Thomas kann das bestätigen. Er hat uns nämlich gerade super toll geholfen, das Ding quasi umzusetzen. Das heißt, das Ziel, um diese Idee zu verwirklichen, ist eine Webplattform, wo man quasi drauf geht, man hat eine Karte, man hat eine Listenansicht und da kann man dann Events suchen, Events filtern, aber auch sowas wie eine E-Mail-Funktion, dass man sagt, ja, benachrichtigt mich mal, wenn Events im Umkreis von 100 Kilometer um meinen Wohnort, das ist so und so viel, stattfinden und schickt mir da einfach mal eine E-Mail. Oder wenn ein neues Event in der und der Kategorie bei uns gelistet wird. Die Daten, also die Eventdaten, bekommen wir von den Veranstaltern. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Veranstalter ist, wie die Open Knowledge Foundation, kann man seine Events bei uns schnell eintragen und die werden dann bei uns quasi automatisch gelistet. Und das sind vor allem Events aus diesem Coding- und Making-Bereich, aber auch wenn es so um dieses sperrige Wort Medienbildung geht, weil da gibt es halt extrem viele Sachen, extrem viele Angebote und wir wollen halt eine Plattform schaffen, wo das alles zentralisiert wird, wo man quasi diesen Überblick hat. Uns ist zum Beispiel auch wichtig, dass man sehen kann, ob Anfahrtskosten übernommen werden. Wie viel muss ich für die Teilnahme zahlen? Weil das ist ja das Tolle, zum Beispiel an JugendHackt. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich aus einem einkommensschwächeren Haushalt komme, hier dran teilzunehmen. Und ich denke, es ist ja schon für uns schwer, diese Events zu finden. Und wenn ich jetzt weiß, ich kann nicht so viel Geld für die Anreise ausgeben und für das Hotel, dann wird das ja alles noch viel schwieriger. Und da wollen wir halt auch nochmal so ein bisschen noch mehr zeigen und noch mehr Jugendlichen, denen das vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass man das auch alles machen kann, ohne jetzt 200 Euro für ein Wochenende auszugeben, dass wir die auch nochmal erreichen. Also bei uns ist ganz klar der Mehrwert, wir sind Jugendliche, wir sprechen Jugendliche an. Das heißt, wir sind nicht eine Plattform, die völlig überfüllt ist mit Hackathons von irgendwelchen Firmen, sondern wir suchen quasi auch so ein bisschen mit aus, was für Hackathons bei uns landen. Weil es macht zum Beispiel, wenn ich ein Anfänger bin, ganz klar, ich will auf einen Hackathon gehen. Gut, wenn ich jetzt auf irgendeinen Firmen-Hackathon gehe, der gerade so mit dem Alter passt, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ich bin da in der Gruppe und weiß nicht, was ich machen soll. Das ist total frustrierend. Und dann überlege ich es mir beim nächsten Mal dreimal, ob ich noch auf so eine Veranstaltung gehe. Deswegen ist es da ganz besonders wichtig, dass man schaut, welche Kategorien gibt es, dass man da ein bisschen mehr differenziert, dass man da mehr in die Tiefe geht und ein bisschen mehr auf die Inhalte schaut. Und da wollen wir auch so ein bisschen den Aspekt drauflegen, dass man nicht einfach sagt, es gibt die und die und die Veranstaltung, das kostet so und so viel. Das ist auch ein Riesenaspekt, aber auch sagt, für das Level ist das zum Beispiel gut. Oder jetzt gerade für Kinder und Jugendliche, wie ich schon gesagt habe, das einfach ein bisschen weiter aufdröselt und auch diese Vielfalt der Angebote zeigt, gerade auch in dem Bereich. Weil das hat uns bei allen anderen Plattformen irgendwie gefehlt. Bitteschön. Was? An der Stelle kann ich auch noch mal eine Geschichte aus meinem Alltag erzählen. Und zwar, ich hatte mich für einen Hackathon angemeldet über so eine ähnliche Seite. Die Listung auf der Seite war nicht ganz so gut und dann habe ich mich bei diesem Hackathon angemeldet, eben über diese Seite, bin dann mal auf die Seite von dem Hackathon gegangen und habe dann gesehen, 12.000 Euro Preisgeld mit 3 Tagen und dann dachte ich mir so, da bin ich vielleicht doch noch ein bisschen jung für. Da wollen wir eben so eine Übersicht und so eine Transparenz in diesen Events schaffen, weil wir eben jetzt erlebt haben, dass es sowas in der Form zumindest noch nicht gibt. Und das ist momentan nicht das, worauf wir uns fokussieren, aber prinzipiell bietet unsere Webseite auch nochmal die Möglichkeit, in andere Richtungen sich auszuweiten. Also nicht nur in Medienbildung zu gehen, sondern auch zum Beispiel in die politische Bildung mit den Model United Nations oder in kulturelle Workshops. Es gibt ja hier von der Open Knowledge Foundation auch diesen Leonardo da Vinci Hackathon, den ich auch sehr cool finde. Und momentan ist es so, dass wir uns größtenteils an Schüler richten, aber wir auch prinzipiell später irgendwann Studenten zum Beispiel ansprechen könnten. Wollt ihr dabei dann auch eigene Erfahrungen von Hackathons mit einfließen lassen oder wollt ihr euch nur über das Web informieren oder dann auch noch Rezensionen und so weiter einbinden, also irgendwann eventuell mal? Also wonach trefft ihr diese Auswahl? Wo kann man hingehen? Was ist für wen geeignet? Ist ja fast so, als ob wir dich bezahlt hätten. Das kommt irgendwann, hoffentlich.
weil uns ist das auch aufgefallen. Es hat natürlich viel mit Geschmackssache zu tun, aber zu sagen, wie fand ich einen gewissen Hackathon und wie gut fand ich generell ein bestimmtes Weiterbildungsformat, ist, finde ich, wichtig. Und das gibt es momentan auch nicht. Das heißt, man fährt irgendwo hin und vielleicht merkt man, das ist vielleicht doch nicht so meins. Und dann kann man das einfach konstruktiv sagen und hat nochmal eine ehrlichere Perspektive auf die Hackathons als die Webseiten. Wollt ihr noch was sagen? Genau, um diese ehrliche Ansicht geht es auch. Momentan können wir das noch nicht umsetzen, aber die Idee ist schon, dass man von den Teilnehmern selber hört, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich für Anfänger geeignet, wenn man sagt, okay, ich kam hier als Anfänger rein, ich habe festgestellt, das funktioniert super, das funktioniert problemlos, ich wurde super integriert. Weil natürlich viele Veranstaltungen sagen, klar, wir sind anfängerfreundlich, aber wie anfängerfreundlich das dann tatsächlich immer konkret ist, weiß man dann ja meistens über die Veranstalter nicht. Und das war schon die Idee, dass man dann auch die Erfahrung der einzelnen Teilnehmer einbindet, damit die neuen Teilnehmer eine Chance haben, sich da wirklich gut zu informieren. Gibt es noch andere Fragen, Kritik, Anregungen? Sonst Bühne 2. Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Fragen und noch einen schönen Tag.